Ey Freundin, was geht ab ihr Lieben? Willkommen bei unserem neuen YouTube-Video. Heute mal wieder ein Vlog von uns. Wir sind schon soweit startklar. Ich war gerade beim Friseur. Boom. Und ja, jetzt geht's auf jeden Fall zu meinen Großeltern, zu Oma und Opa, zu Ey Oma und Ey Opa. Mit den Hunden. Mit den Hunden. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie die Fahrt überstehen werden. Und ja, wir melden uns gleich nochmal aus dem Auto. Hallo Rocky, hallo Simba. Seid ihr bereit? Ja, nein, vielleicht. Los geht's. Wir haben uns jetzt was von Subway geholt, weil es ist 12:30 und wir haben noch nicht gefrühstückt. Und deswegen haben wir extremst Hunger. Eigentlich wollten wir was beim Bäcker holen oder ich bei Akzenta, aber die Schlange ging bis zum Nordpol, deswegen keinen Bock gehabt. Deswegen haben wir jetzt Subway-Frühstück. Jetzt geht's los! Yay! Wir sind angekommen, wir sind jetzt bei Oma und Opa. Wir stehen gerade im Garten und hoffen, dass Simba mal pinkelt. Und ja, was ist jetzt hier geplant? Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Sachen zu tun bezüglich Papierkram für unsere GbR. Da ist so viel Papierkram, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und jetzt zeige ich euch mal hier den Garten. Willkommen im Garten! Also, hier ist ein Stückchen Wiese. Da in der Ecke, wo es so platt ist, steht immer ein kleiner Whirlpool. Und sonst liegen wir hier immer auf unseren Liegen und sonnen uns im Sommer. Und hier ist noch ein kleines Pavillon. Da essen wir immer Kuchen und naschen Erdbeeren und trinken Käffchen. Ja, und im Sommer ist hier immer super schön. Übrigens hat Simba gerade endlich gepinkelt. So, und ihr fragt euch bestimmt, wo ist Rocky? Wo ist Rocky? Überraschen wir jetzt. Der ist beim Opa im Büro. Genau, da gehen wir jetzt mal hin. Und Stefan muss pupsen. Ui. Und ich werde euch gleich noch hier zeigen, mein altes Kinderzimmer. Denn ich habe ja hier ganz viele Jahre gelebt. Hallo? Du hast keine Zeit. So, da ist Opa Neumann im Büro. Wo ist Rocky? Hier ist Rocky. Da ist Rocky. Yay. Ja, immer wenn wir hier bei unseren Großeltern sind, ist Rocky immer im Büro gefühlt. Und chillt mit Opa. Hast du was zu sagen? Nein, alles gut. Alles gut? Okay, dann mach's gut. Passend zum Büro. Kaffee jammert nicht. Kaffee macht einfach seinen Job. So, Opas Motto. Opas Motto, Alter. So, Freunde, das ist übrigens hier mein altes Ankleidezimmer. Und hier eine ganz wichtige Stelle meiner Kindheit und Jugend. Denn ich habe ja mit 9 angefangen zu tanzen. Und habe ganz viele Meisterschaften mitgetanzt. Und das sind alles meine Pokale. Und mit der krasseste Pokal sticht natürlich raus, ist natürlich der hier. Hier bin ich 2012 Europameister geworden. Wow. Im Solo, im Hip-Hop tanzen. Hip-Hop, Hip-Hop, Hippity-Hop-Hop-Hop. Hip-Hop, Hippity-Hop. So, und ja, mehr gibt's auch eigentlich hier und gar was nicht. Ist das hier unten für eine Sammlung? Ja, ich bin früher mit meinem Opa, meinem Onkel sind wir immer Elektroautos gefahren, sonntags auf dem Realparkplatz. Ja, geil. Hallo, ihr habt euch doch lieb. Ey Opa, zeig mal den Leuten das krasse Wellnessbadezimmer. Was? Zeig dir mal das Wellnessbadezimmer. Mach doch mal auf da die Tür. Nein, nein, nein. Jetzt sei doch nicht so schüchtern, Mensch, ey. Der Opa, ne? Das ist ein ganz frecher Hund eigentlich, aber vor der Kamera immer ganz schüchtern. Tschüss. So, Freunde, und jetzt geht's ab in den Keller, denn ich bin eigentlich ein richtiges Kellerkind. Ja. Denn ich habe ganz viele Jahre meines Lebens im Keller verbracht und das zeigen wir euch jetzt, wie es dort aussieht, okay? Ich drehe mal kurz die Kamera. So. Hi. Wir folgen, ey, Freundin. Juhu. So, hier ist erstmal ein Bad. Ja. Das ist ein bisschen dunkel. Das wurde auch neu gemacht. Aber das ist schön. Genau, mit so einer ebenerdigen Dusche, wie das heißt. Und jetzt kommen wir zum Raum. Guck mal, hier steht sogar noch Stefan dran. Boom! Tada! Das ist mein ehemaliger Kellerraum. Rocky aber fühlt sich wohl. Ja. Rocky geht auf jeden Fall ab. Ja, so sieht es hier auf jeden Fall aus. Was halt immer richtig geil war, wie ihr schon sehen könnt, ich hatte einfach eine komplette Wand mit einem Spiegel. Das heißt, immer wenn ich hier Tanztraining für mich selber gemacht habe, konnte ich mich immer den ganzen Tag beobachten. Hier natürlich hat meine Oma jetzt so ein bisschen ihr eigenes Ding reingemacht, ne? Hier so Häschen und sowas, ne? Aber trotzdem immer noch ein richtig gemütlicher Raum. So, und hier sind wir im Wohnzimmer bei Oma Bärbel. Ich weiß nicht, ob man sie gerade sieht. Warte. Sieht man Oma Bärbel? Ja. Richte mal aus. Ja, hier habt ihr vielleicht auch schon das ein oder andere TikTok-Video gesehen, denn hier tanzen wir mit Oma. Hier haben wir Wavy getanzt mit Oma oder Gebe auf. Also hier ging auch mal richtig die Luzi ab im Wohnzimmer und ja, hier fühlen wir uns wohl.
Wer übrigens nachträglich noch Osterhähnchen bekommt, der eine, der ist leider schon halb tot. Ja. Ratet mal, von wem welcher ist. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wem welcher Osterhase gehört. Und schaut mal, da hinten bin ich im Spiegel. Hallo. Sag mal deine ehrliche Meinung, wie findest du denn, dass wir TikTok machen und so Vlogs drehen für YouTube und so, wie findest du das? Gut, sehr gut. Findest du das gut? Weitermachen. Weitermachen, okay. Wie findest du unsere Videos so auf TikTok? Findest du das lustig oder doof oder weiß ich nicht? Top. Top. Kurz und knackig, so muss das nämlich sein. Schaut mal Leute, hier bin ich noch ein ganz kleiner Knabe. Hier sehen wir Stefan beim Schulabschluss. Richtig geile Frise auf jeden Fall. Hier sehen wir Stefan in Action. Hier habe ich keine Ahnung, wann das war. Auf jeden Fall bin ich da ungefähr 8 Jahre alt und habe richtig auf Styler Playboy gedacht mit Kragen hoch. So, hier bin ich nochmal mit Opa im Garten am Grillen. Gebt euch mal mein Grinsen, ich bin auf jeden Fall happy. Dann können wir in die Kellerwohnung bei Oma und Opa gehen. Ja, so ist es. Sehr gut, so muss es sein, Oma. So, und was ist das hier? Stefan als Baby, wie alt bin ich da, Oma? Knapp ein Jahr. Knapp ein Jahr. So, guck mal, fast die gleichen Haare, wie ich jetzt habe, ey. So Leute, wir fahren jetzt wieder nach Hause, ab nach Wuppertal, raus aus Iserlohn. Oma tschüss sagen. Tschüss Oma. Tschüss. Ciao. Lara schmeißt jetzt gerade die Papiersachen rein. Yeah Baby. Hi. Hast du gut gemacht, ey. Danke. Wohin fahren wir jetzt? Nach Hause. Hast du Hunger? Ja. Was gibt's denn zu essen? Ich glaube wieder Würstchen im Blätterteig. Okay, aber wollen wir nicht irgendwo was holen? Willst du was Ungesundes holen? Wollt ihr auch nach Hause, ihr zwei? Hm? Rocky, du auch? Willst du auch nach Hause? Willst du auch so ein 1-Euro-Eis? Ja, und das dippe ich da mit den Pommes. Okay. King Sunday. Ohne alles. Hi, ich hätte gern 2-mal eine große Pommes. Und habt ihr dieses Eis da? Dieses für 1 Euro? King Sunday, okay. Ja. Dann bekomme ich den 1-mal ohne alles und 1-mal mit Karamell, bitte. Voll leise hier in Iserlohn Burger King. Falls ihr das seht, schraubt mal ein bisschen an euren Stahlgerät rum. So, wir haben uns jetzt eine Kleinigkeit geholt und zwar ein King Sunday. 1-mal ohne alles und 1-mal mit Karamell. Außerdem Streck haben wir deinen Arm aus. Außerdem haben wir uns noch Pommes geholt. Und Leute, wer dippt auch seine Pommes in, oh, das geht gerade nicht hier dran. Auf jeden Fall, wer dippt auch seine Pommes ins Mac Sunday rein? Es ist einfach, schmeckt so geil. Mmh. Wir sind wieder zu Hause. So. Ja. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt? Okay, also wir sind wieder zu Hause und wir werden uns jetzt erstmal was Chilliges anziehen, würde ich sagen, oder? Also ich ziehe jetzt erstmal einen Jogger an. Und dann wollten wir Würstchen im Blätterteig machen. Aber ich habe gerade keinen Hunger, weil wir haben gerade Pommes gegessen. Ja gut, dann ist... Aber das habt ihr ja gesehen. Dann machen wir es halt gleich. Und Eis. Dann machen wir es halt gleich. McSunday. Dann machen wir es halt gleich. Oder McFlurry. Dann machen wir es halt gleich. Ist alles sauber? Was ist das denn? Ich habe Karamellsoße auf meinem Pullover und der ist neu und das nervt mich. Wie kriege ich das wieder raus? Mit einer Wäsche. Und ich habe noch eine Überraschung. Ich habe 2 Maß gekauft für je 35 Cent. Ich finde irgendwie, dass wenn diese roten Dinger da drauf sind, habe ich mir das Gefühl, dass sie kurz vorm Ablaufen sind. 18.04. Miau, 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 miau. Jetzt Rocky. Und jetzt du, Rocky. Quertälerei. Quertälerei. Das ist übrigens hier das Lieblingsspielzeug von Rocky und Simba. Pfote. Hey, Pfote. So ist fein. Und los! Los! Simba, renn doch hinterher. Du hast was verloren. Let's kill this love. Ich spiele jetzt Just Dance. So, es ist 9:30. Wir haben bis jetzt keinen Hunger gehabt. Stopp. Ich würde gerne mal wissen, wie oft wir in diesem Video so sagen.
Können Jede neue Szene ziehen. Fängt mit So an. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie oft wir So sagen. Also, wir konnten von Just Dance leider nichts zeigen. Wegen diesen, wie heißt das? GEMA. GEMA. Wegen der GEMA. Wegen der GEMA. Ja, wir dürfen halt die Musik nicht abspielen, fertig. Ja. Und wir hatten bis jetzt auch noch keinen Hunger, deswegen haben wir noch keine Würstchen im Blätterteig gemacht. Und beenden das Ganze hier, da es schon, wie gesagt, 8:30 ist. Wie gesagt, stimmt nicht, weil wir haben noch nicht einmal gesagt, dass es 8:30 ist. Wann? Davor im Video. So, es ist 8:30. Brumm. Damit beenden wir unseren Vlog für heute. Wir hoffen natürlich, ihr hattet Spaß. Wir hatten wie immer mega Spaß den Tag über mit dem Filmen bei Oma und Opa mit den Hunden. Und folgt uns auf Instagram, folgt uns bei TikTok. Schreibt einen Kommentar, macht die Glocke an, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Vlog.